Ja, ich beschreibe, das ist eine mega schwierige Situation, weil sie ist ein multidimensionales Wesen, das uns in ganz verschiedenen Orten hat begleitet. Als Nährschlinge ist sie durch einen Umbau, den ich das Elternhaus umgebaut habe, ist sie gekommen, zu Hause auszuräuchern. Und dort hat sie mich nicht gut gekannt und ist mit ihrer offenen, sehr gespürigen, multidiversen Art durchs Haus und hat einfach mir genau sagen, was in welchem Haus passiert ist. Nicht, dass das Ziel war, aber der Effekt, den sie hatte, nachdem sie geräuchert hat, war immens. Die Leute sind durchs Haus gelaufen, die das Haus kennt haben, und gesagt, hey, hey, der Strich, dabei haben wir noch gar nicht auf Umbau. Also extrem speziell. Sie hat nicht nur am Haus gearbeitet, sondern auch mit unserer ganzen Familie. Zu dieser Zeit war ich noch schwanger und habe sofort gemerkt, wie sie den Kontakt auch mit dem Ungeborenen, mit unserem Sohn, damals, hat aufgenommen. Und als er auf die Welt kam, habe ich gewusst, wer unsere Zeremonie wird leiten wollte. Oder wie von mir aus, dass sie gerne hat. Und hat Ivy gefragt. Und so ist sie ebenfalls zur Zeremonieleiterin von unserem, von quasi Taufe, vom Luam geworden. Nachdem sie zu Hause geräuchert hat. Und das war ein wunderbares Event, wo sie so mit einer einfühlsamen und einfach enorm öffnenden Art geleitet hat. Und dann wieder ist die Beziehung, kann man schon fast sagen, weitergegangen, indem dass wir sie wieder jetzt so zu Hause fertig war, dürfen herholen und hat sie noch einmal das Haus wie geräuchert. Man könnte schon fast gesegnet sagen, aber auch ein Mark, dass mein Mann und mir auch eine Art wie geschaffen, mit ihrer schamanischen Art, aber auch mit ihrer Art vom ayurvedischen Design gearbeitet. Ich hoffe, ich sage es richtig. Also, sie macht so vieles verpackt in eins. Man muss auch nicht wirklich wissen, dass es ist einfach ein Erlebnis, in jeder Dimension und auf einer Ebene dürfen zu erleben haben. Also im Haus, ihre Zeremonie und schlussendlich ist sie einfach ein Wesen, wenn man das schon um sich hat, geht dem alles auf. Also, merci vielmals, Ivy, von ganzem Herzen für die Input im Haus, beim Umbau, das kommt noch dazu, bei der Zeremonie vom Luam, die ich wirklich speziell verbindet und an unserer Arbeit an uns. Merci vielmals.